Mein Name ist Andreas Straub. Ich habe das Buch Röller aus dem Alltag eines unerschrockenen Privatdetektivs geschrieben. Darin geht es um seine spannenden, aber auch um seine kuriosen Fälle. Röller ist ein Detektiv, den es eigentlich nicht gibt. Aber ich habe während meiner Recherchen mit verschiedenen Detektiven gesprochen und dieser fiktive Detektiv vereint die Eigenschaften von vielen anderen in sich. Der Pröller ist, glaube ich, ein sympathischer Detektiv, der ist so ein Familientyp, auch bodenständig, aber er ist natürlich auch ein harter Ermittler und greift manchmal zu ungewöhnlichen, manchmal auch ein bisschen zu zweifelhaften Methoden. Aber ich würde sagen, ja, er ist insgesamt schon eine ganz sympathische Figur. Die Fälle, in denen der Detektiv Pröller ermittelt, sind alle real. Die basieren also auf tatsächlichen Begebenheiten, auf meinen Recherchen. Aber der Detektiv ist sozusagen nicht real. Der vereint die Eigenschaften von realen Detektiven in sich. Und so haben wir versucht, auch gewisse juristische Probleme zu umgehen. Mein Buch ist so aufgebaut, dass sich der Privatdetektiv am Jahresende an seine Fälle zurückerinnert. Das ist sozusagen der rote Faden und dann an diesem entlang werden die einzelnen Fälle dann erzählt. Das Buch ist, glaube ich, ganz lustig geschrieben. Es ist aus der Sicht und aus der Denke dieses Detektivs geschrieben, der ja die Eigenschaften von vielen Detektiven in sich vereint. Der Detektiv trifft auf ganz verschiedene Fälle, der ermittelt für Privatleute, wenn es um Untreue geht, der ermittelt aber auch für Anwälte oder für große Konzerne, wenn es um Arbeitnehmer geht, oder der ermittelt auch mal in Diebstahlsgeschichten oder auch im Drogen- und Rotlichtmilieu. Die Methode Pröller, die kann man eigentlich gar nicht so leicht definieren, aber sie ist erfolgreich, sie ist ungewöhnlich und sie ist, glaube ich, schon dadurch so einmalig, weil er auch auf einen gewissen Hintergrund zurückblicken kann und gewisse Erfahrungen in einem, ja, ich sag mal, geheimdienstlichen Milieu hat. Na, ich bin fasziniert davon, Dinge zu schreiben oder Dinge zu recherchieren, in die man sonst nicht so reingucken kann. Also für mich ist eigentlich auch Sinn und Zweck von so einem Buch, eine Welt zu erleben oder in eine Atmosphäre einzutauchen, die man sonst eigentlich nicht so kriegt. Und das ist auch hier, glaube ich, gelungen, dass man einfach in diesen Alltag und in diese Welt eines Privatdetektivs mal reingucken kann. Na, ich denke schon. Natürlich werde ich auch in Zukunft an spannenden Themen dranbleiben und wird auch in Zukunft versuchen, hier Wahrheiten und neue Geschichten aufzudecken. Ich glaube, man kann es nicht auf eine Botschaft reduzieren, aber ich glaube, wenn man das Buch gelesen hat, dann spürt man so ein bisschen die Atmosphäre, in der sich Privatdetektive bewegen. Man kriegt ein Gefühl für die Methoden, für die Tricks, die die anwenden, und man kann sich einfach vorstellen, was der so macht, und das ist ja auch durchaus unterhaltsam. Buch ist skurril, lustig und spannend.